The Flash ist der wohl beste DC-Film, den niemand wirklich sehen muss, weil das Universum ja eh ausgelöscht ist. Und darauf kommen wir gleich in der Spoiler-Abteilung noch andere Gründe darauf hinweisen, warum das eigentlich gar keine Bedeutung hat mehr, was in diesem Film passiert. What? The Flash ist allerdings auch ein Film, den man sich ganz klassisch Superhelden-Movie-Popcorn-Kino-artig einziehen kann, einfach ohne wirklich darüber nachzudenken müssen, was das für ein größeres Universum bedeutet und wer jetzt hier die Referenz in der Post-Credit-Scene für das ist und wie das und das und das und das funktioniert. Ich möchte jetzt vorweg einmal direkt Ezra Miller ansprechen. Diese Person, they, them, ja, nicht er, auch wenn Barry Allen er ist, aber man, das ist schwierig. Da sind wir jetzt bei dem Figur und Persönlichkeit muss man trennen. Ezra Miller als Person ist mehr als nur problematisch. Nicht nur Gründer eines Kults, wo 12-Jährige mehr oder weniger mit integriert wurden und als die große Spinnengöttin die Revolution des Indianervolkes einführen soll. Das sind die Worte von Ezra Miller, nicht von mir. Die Tatsache, dass diese Person Stühle auf Leute wirft, andere Leute auf Bühnen in Reykjavik wirkt, Polizisten mit Nerfguns bedroht und sich einer Verhaftung nach einer großen Randale widersetzt. Einfach bei Leuten ins Haus reingeht und sagt, dass sie die 11-jährige Tochter ja zu einem großen Model machen können, weil die so reif ist und so weise. Als Cowboy verkleidet derselben Familie anzubieten, Pferde zu kaufen oder zu verkaufen. Eine Mutter und ihr Kind auf einer Farm aufzunehmen und dem Kind Marihuana-Rauch ins Gesicht zu blasen und Sturmwaffen auf Plüschtieren zu lagern und so weiter und so weiter und so weiter. Freiheitsberaubung, Körperverletzung, generelles Unruhe und Amokstiften in Hawaii. Sind alles Dinge, die Ezra Miller sich innerhalb der letzten anderthalb Jahre, das ist 2022 und 2023 passiert alles, alles zu Schulden kommen lassen hat. Danach gesagt hat, ja, ich habe offensichtlich psychische Probleme, ich muss daran arbeiten und dann wieder rückfällig geworden ist und weiterhin Unruhe gestiftet hat. Eine Person, die durch und durch mit ihrem Geld wirklich durchdreht und dieses Geld von eben den ganzen Snyder-Sachen, Justice League und Co. benutzt und anderen Filmen, ne, Dumbledores Geheimnisse und der ganze Kram, einsetzt, um wirklich fragwürdige Dinge bis wahnsinnige Dinge zu tun. Mental Health ist wichtig und das ist sicherlich, liegt es daran, dass Ezra Miller nicht richtig betreut wird, für was auch immer da für eine Diagnose noch aussteht. Dennoch schwierig, wenn man überlegt, dass man dieser Person, die sich scheinbar auch nicht behandeln lassen möchte oder nicht wirklich behandeln lassen wird, jetzt jede Menge Geld einspielen wird, wenn man The Flash im Kino schaut oder dann im Streaming oder als Blu-ray kauft oder wie auch immer. Deshalb muss natürlich jede Person selber wissen, ob sie diesen Film supporten will oder nicht supporten will. Ich persönlich habe ihn kostenlos gesehen, weil ich eingeladen wurde und mache jetzt hier meine Videos darüber und informiere euch darüber, wie der Film ist, was meiner Meinung nach der Film alles zeigt und was nicht. Das heißt, selbst wenn ihr den Film nicht gesehen habt und sagt, ich will ihn boykottieren, aber ich will jetzt von dir wissen, was das ist, ist das auch eine Möglichkeit, die man beispielsweise machen kann. Ich werde damit nur sagen, jede Person muss für sich entscheiden, wie sie zu Ezra Miller steht und das supportet. Ich persönlich würde vermutlich, wenn ich mein eigenes Geld hätte ausgeben müssen, das nicht supporten. Fanhome ist inzwischen ein wiederkehrender Partner von Nerd Factory und wo ich hier Marvel- und Star Wars-Fans bereits ordentlich mit Geek-Modellen verkuppeln konnte, habe ich heute mal etwas anderes, aber dazu Besonderes für euch. Einen 60 cm hohen Optimus Prime aus Metall als Modell von Fanhome. Der besteht aus echtem Metall und ein paar Kunststoffteilen, hat extrem hohe Details und die gesamte Figur hat noch LEDs und ein ganz besonderes echtes Feeling. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Das Ganze läuft so, dass ihr jeden Monat Pakete mit einzelnen Parts von Optimus bekommt und diese dann langsam aber sicher über eine gewisse Zeit zusammenbaut. So müsst ihr euch nicht super viel Zeit auf einmal nehmen und habt aber trotz eines vielbeschäftigten Alltags immer und immer wieder die Möglichkeit, ein bisschen zu entspannen, ein neues Modell, Element des Modells zu bauen und einfach abzuschalten. Diese Figur ist ein außerdem extrem filmgetreues Replikat des Autobots und ihr habt dann im Endeffekt sogar noch das Accomplishment, dass ihr diese 60 cm Figur, ich sag es nochmal, aus Metall
selber gebaut habt. Es gibt außerdem noch Early-Bird-Geschenke obendrauf, worunter ein Rucksack, T-Shirt, Tassen, alles im Optimus Prime-Design sind. Wenn ihr also jetzt unten auf den Link in meiner Videobeschreibung oder dem angepinnten Kommentar klickt, den Promocode hier anwendet und euch dann Optimus Prime von Phantom holt, seid ihr möglicherweise direkt bei den Early-Birds dabei und bekommt eben zusätzlich noch ein paar andere Goodies. Ich werde euch übrigens auch auf meinem Instagram immer mal wieder meinen Progress zeigen, da ich ja aktuell nicht nur Optimus Prime jetzt anfange zu bauen, sondern auch den Infinity Gauntlet Stück für Stück baue. Also da können wir quasi uns ein bisschen optisch austauschen mit unserem Progress. Also baut gemeinsam mit mir den Autobot zusammen, der uns gegen die Decepticons verteidigt. Über den Link in der Videobeschreibung. Gleichzeitig ist der Film aber voller Schauspieler, die wirklich, wirklich gute Arbeit leisten und wirklich ein gutes Skript, was da geschrieben wurde, eine gute Produktion, die sehr, sehr gut in diese DC-Animated-Richtung geht, was den Humor angeht. Das sitzt alles, ist sehr guter Humor, sehr witzig an den richtigen Stellen, dramatisch an den richtigen Stellen. Der Kontrast dazwischen ist nicht so ein Hin und Her, sondern ist wirklich, die Szenen sind lustig, die Szenen sind dramatisch und es ist abgewogen. Und es ist eine sehr schöne Adaption des Flashpoint-Paradox-Themas auf eben das Snyderverse und die ganze Batman- und DC-Riege der letzten 30, 40 Jahre. Oder noch länger ja eigentlich, ne, mit Christopher Reeves am Ende und Co. Und deswegen ist es auf der Seite dann auch wieder schwierig zu sagen, okay, aber man supportet ja dann eben auch nicht diesen wirklich guten Ansatz an das DC-Universum. Komme ich zu meinem zweiten Kritikpunkt kurz. Das CGI ist so furchtbar. Aus irgendeinem Grund haben sie Leute, die sie sehr gut hätten einfach filmen können, weil sie sie ja eh gefilmt haben, sogar Szenen, die genauso im Film vorher schon drin waren, die sie dann in CG nachgebaut haben, zu Gummipuppen gemacht. Die Babys hätte ich noch verzeihen können, wenn die nach Gummipuppen aussehen in der Szene, wo sie quasi aus dem Haus fallen. Das war alles sehr drüber, das hätte gepasst. Dass dann in der Chronobubble alles aussieht wie Scheiße und Gummipuppen und dann eben auch in den verschiedenen anderen Universen. Warum auch immer haben sie Nick Cage gefilmt. Wir wissen es, wir haben Z-Fotos davon gesehen, dass Nicolas Cage im Superman-Outfit dasteht. Warum auch immer sie ihn komplett durch CGI ersetzt haben, im gleichen Outfit, ist dann die nächste Frage. Und warum das so furchtbar aussieht. Was zur Hölle ist da passiert? Ich verstehe es nicht. Das ist mein einziger wirklicher Kritikpunkt an diesem Film, ist, dass das CGI aussieht wie Müll und Ezra Miller als Person. Das aus dem Weg geschafft. Sie haben die Flashpoint-Story für die Leute, die es nicht kennen, sehr gut wiedergegeben. Es ist im Grunde der gleiche Plotpunkt. Er will seine Mutter vor dem sicheren Tod retten, verändert dadurch die Vergangenheit und landet in einem anderen Universum. In Flashpoint ist es nicht so, dass er auf sein paralleles Ich trifft, sondern dass er im Körper seines parallelen Ichs ist und eine andere Realität erschaffen hat, die komplett anders funktioniert als das, was er kennt. Da ist es zum Beispiel auch nicht so, dass Bruce Wayne erschossen wird. Da ist es nicht so, dass Thomas und Martha Wayne erschossen werden, sondern dass Bruce Wayne erschossen wird und Martha wahnsinnig wird und zur Joker wird, wohingegen Thomas Wayne zu einem sehr brutalen, schießenden, waffentragenden Batman wird, der aber ebenso in einer verlassenen Mansion lebt, wie der Batman von Michael Keaton, den wir hier kennenlernen. Wir haben einen sehr schönen Kontrast an Elementen, wo man erwartet, was gleich passiert, wenn man die Story kennt. Also ich habe zum Beispiel erwartet, dass Michael Keaton sich outet als Thomas Wayne, was allerdings nicht der Fall ist. Was ein bisschen schade ist, weil das ist einer meiner Lieblingsparts von Flashpoint Paradox, dass Thomas Wayne dann einen Brief am Ende schreibt und den Flash mitgibt, wenn er wieder in sein richtiges Universum gibt, damit Bruce einen Brief von seinem Vater quasi hat. Einer der schönsten Momente in Flashpoint Paradox. Aber gleichzeitig haben sie auch Elemente fast 1:1 übernommen, wie die Tatsache, dass Flash sich noch einmal vom Blitz treffen lassen will, um seine Kräfte wieder zurückzubekommen. Denn in dem anderen Universum hat er sie nie bekommen. In Paradox hier ist es so, dass sie quasi getauscht haben, ihre Kräfte, weil er durchschossen wurde und seine Kräfte wieder verloren hat, wie auch immer das funktionieren soll. Nun haben sie aber hier zum Beispiel mit reingebracht, dass Supergirl ihn dann hochträgt und noch einmal blitzen lässt, denn ja, auch in Flashpoint Paradox funktioniert das erste Mal nicht und er muss es noch einmal und noch einmal tun. In Flashpoint Paradox retten sie tatsächlich Superman aus einem amerikanischen Gefängnis, wo er quasi gehalten wird als eine quasi Forschungslab-Rat und sehr dünn und sehr schmächtig ist, bringen den dann ans Licht und dann ist das der gleiche Arc und die gleiche Storyline wie mit Supergirl hier ist, das eben Clark Kent
plötzlich sehr stark wird und seine Kräfte freischaltet und dann eben hier kämpft. Alles andere danach ist natürlich auch das Snyderverse und Man of Steel angepasst, aber die Parallelen zu Flashpoint sind sehr, sehr, sehr stark und vor allem sehr, sehr, sehr gut gemacht, wie ich finde. Und geben dieser ganzen Storyline nochmal so einen kleinen Spin. Und das habe ich auch schon mal in meinen Stories gesagt und tatsächlich habe ich das Warner auch selbst gesagt. Es gibt einen sehr guten Flashpoint-Film, der eine 1:1, fast 1:1 Adaption der Comic-Storyline ist. Und das ist der Animated Movie von DC, Flashpoint Paradox. Den könnt ihr auf Amazon gucken, ist sehr, sehr gut. Deswegen bin ich relativ happy damit, dass sie nicht einfach gesagt haben, wir machen das jetzt 1:1 genauso, sondern wir passen das auf das Batman-Filmuniversum an. Wir nehmen Michael Keaton mit rein als den Batman. Wie gesagt, ich hätte es besser gefunden, wenn er jetzt Thomas Wayne gespielt hätte und nicht Bruce Wayne, aber es ist natürlich der Punkt da, dass das der Batman ist, den wir aus den anderen Batman-Filmen kennen, nur eben in einem anderen Universum. Gleichzeitig der Auftritt am Anfang des Films von Flash, von Batman, von dem kleinen Superman, der da auf dem Fernseher rumfliegt und Gal Gadot als Wonder Woman, die aus irgendeinem Grund wieder den kürzesten Rock der Welt trägt, das hatten sie zwischendurch ja mal abgelegt, dass es nicht so ein hier ist die Kameraperspektive, die unter den Rock von Wonder Woman filmt, Szenen gibt, die sie hier jetzt wieder eingeführt haben, was ich nicht verstehe. Ja, Gal Gadot ist sehr attraktiv, muss in einem Flash-Film jetzt unbedingt ihr Arsch gezeigt werden, weiß ich nicht. Ist halt, keine Ahnung, also das trägt halt nichts zur Story bei. Ich weiß nicht, warum man das unbedingt macht, außer einfach nur einen Arsch zu filmen. Sonst fand ich die Szene mit Wonder Woman aber tatsächlich ziemlich gut, wie sie hier Batman sozusagen last minute rettet und wie er dann im Lasso of Truth ist. Ist sehr, sehr witzig, wie er sagt, ich habe Trauma, ich könnte mein Geld eigentlich weggeben und sowas. Das sind sehr, sehr schöne Sachen, sehr, sehr gute Gags. Ich bin immer noch nicht einverstanden damit, dass der Snyderverse Batman einfach Miniguns an seinem Bike hat und Leute abknallt. Das finde ich doof, weil das ist grundlegend gegen das, was Batman eigentlich sein sollte. Aber das Snyderverse hat das halt so etabliert, deswegen wurde das jetzt hier mit weitergezeigt. Ich finde es sehr gut, dass zum Beispiel Michael Keatons Batman ein klassischer Batman ist, der die klassischen Batman-Sachen macht und nicht Leute abknallt mit Miniguns. Mit Raketen, das ist okay. Aliens mit Raketen beschießen ist in Ordnung. Aber Goons mit Miniguns in einem Auto zu verfolgen, ist ein bisschen, naja. Wie gesagt, ich finde den Anfang des Films sehr cool. Ich finde, Flashs Kräfte werden hier sehr, sehr, sehr schön dargestellt. Auch die Limitierungen seiner Kräfte eben mit dem Calorie Intake. Die Tatsache, dass er, dass der Anfangs-Gag so da ist mit dem Flash-Logo, was dem der weg ist. Und dann mit dem Schokoriegel und so. Fand ich super. Also wirklich Comedic Timing haben sie in diesem Film sehr gut gemacht. Es ist ein Happiness-Film, es ist ein Lach-Film, der sehr viele gute Gags hat und am Ende dann eben auch einen schönen Twist mit Zoom hat oder Reverse Flash, wie auch immer ihr ihn nennen wollt, den Barry aus der Vergangenheits-Zukunft-Paradoxon-Nummer. Alles eine sehr, sehr schöne Storyline, die hier stattfindet. Sie haben ein bisschen zu lange gebraucht, den Reveal dann wirklich auch zu revealen. Man sieht ja schon anhand der Armklinge, dass das der Barry ist, der hier auch mit von der Partie ist, in einer weiten, weiten, weiten entfernten Zukunft für ihn persönlich. Weil er da seit Jahrtausenden das versucht. Es ist trotzdem ein schöner Reveal vom Anfang, weil du siehst direkt Zoom, du siehst direkt, was passiert und es dauert einen Moment am Ende, wo sie dann in der finalen Schlacht sind, bis man wirklich den Klick hat und sagt, oh wow, das war Barry am Anfang, deswegen war der so krustig und jetzt hat er hier die ganzen Kristalle da im Körper. Verstehe. Auch zu sehen, wie Flash quasi zum ersten Mal seine Kräfte hat und diese einsetzt, ohne eine per se Origin-Story nochmal 100% zu erleben, sondern nur als Nacherzählung und dann eigentlich ist das passiert, jetzt passiert aber das und das ist seltsam. Na. Diese Multiverse-Geschichte ist sehr, sehr schön erklärt. Das mit den Nudeln ist auch eine sehr schöne Erklärung zu sagen, ja, es gibt halt Crossover-Events. Ein Event heißt nicht, dass alles danach sich unbedingt verändert, sondern es kann sich alles verändern, was ein anderer Ansatz wieder ist an das Multiversum, als jetzt beispielsweise die Geschichte, die wir im MCU bisher kennengelernt haben, wo es halt wirklich diese Branches in den Timelines gibt, die vorher erklärt wird. Und das finde ich auch cool, dass sie sagen, hey, bei uns, bei DC, ist das Multiversum noch mal ein bisschen anders als bei Marvel, was sehr schöne neue Optionen offen lässt. Ich finde auch den Ansatz sehr schön zu sagen, dass Bruce so der Mentor von Barry ist, aber Barry trotzdem eigene Entscheidungen trifft, auch wenn sie schlechte Entscheidungen sein sollten, und dann den Erwachsenen spielen muss, als er quasi sein jüngeres Ich trifft, um sich selbst so ein bisschen Kontrolle zu halten und auch sieht, was aus ihm geworden wäre oder wie er geworden wäre, wenn seine Mutter nicht gestorben wäre.
Was auch so ein bisschen zeigt, wie, was Bruce meinte mit von wegen, unsere Narben machen uns. Er wäre ein komplett anderer Mensch, wenn das nicht alles ihm passiert wäre. Und wäre eben nicht so heldenhaft geworden. Wobei natürlich der jüngere Barry sich am Ende dann auch opfert. Also da ist dann auch die Frage, hört jetzt dieses ganze Universum auf zu existieren, weil es nie entstehen kann? So Fragen, die nie richtig 100% beantwortet werden. Natürlich super cool, die ganzen parallelen Universen zu sehen. Christopher Reeves ist der einzige CG-Charakter, der wirklich gut aussieht in dieser Reihe mit dem ersten Flash in Schwarz-Weiß. Der sieht auch sehr gut aus. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie die Flash-Serie, auch wenn die aussieht wie Kacke und wirklich am Ende sehr, sehr qualitativ gedroppt ist, noch mal mehr, finde ich trotzdem schade, dass sie den Schauspieler jetzt nicht mit reingeholt haben. Als Cameo hier, dass er da nicht zu sehen war, oder eben, ne, du hast ja da auch, du hattest auch Supergirl und Lawrence und sowas gehabt. Ich fand's auch ein bisschen weird, dass die parallelen Realitäten, die wir sehen, alle so Superman-focused waren. Dass es immer Superman war, der da durchgeguckt hat und nicht eine andere Version von Flash, hätte man jetzt im Flash-Film eigentlich erwartet. Alles in allem aber sehr interessant. Das Ende des Films. Und deswegen bin ich ja jetzt so ein bisschen durchgerusht, weil so nicht viel passiert ja nicht mehr. Also ich finde die Elemente, die da dargestellt werden, alle sehr cool. Wie gesagt, es ist sehr nah an Flashpoint, aber es ist auch innovativ mit eigenen Ideen auf das Snyderverse bezogen. Das Ende des Films, die Tatsache, dass da jetzt George Clooney kommt, der auch Batman gespielt hat. Und dass wir realisieren, natürlich ist das auch wieder ein neues Universum. Denn er hat ja etwas verändert. Er hat die Dosen umgestellt und den Schmetterlingseffekt quasi bewirkt. Also ist er nicht in seinem regulären Universum. Er hat immer noch ein Universum erschaffen, was andere Konsequenzen hat und größere Konsequenzen hat. Und again ist hier die Frage, was bedeutet das für das größere Universum, das Multiversum von DC, ist das jetzt auf einmal fein, weil die Änderung nicht so groß war wie die bei Flash, bei seinem Universum, oder ist das jetzt schlecht? Denn das, was wir ja zum Beispiel gesehen haben, ist, ein Fixed Point in Time in dem neuen Flash-Universum ist, dass Supergirl immer sterben muss und dass die Welt vernichtet wird, dass die Welt an diesem Tag verändert wird und die Kryptonier die Erde quasi erobern. Aber warum ist das jetzt nur, also es kann ja nicht sein, dass jetzt in Flashs neuen Universum nur Batman anders aussieht. Denn das ist ja das, was auch die Post-Credit-Szene uns dann sagen soll. Nur Batman sieht anders aus, alle anderen sind genau gleich. Alles ist genau identisch, nur Batman ist anders. Und ich glaube nicht, dass das passt nicht zu dem, was sie vorher erklärt haben. Und es lässt jetzt so viele Fragen offen. Ist dieses neue Universum, das, in dem jetzt Aquaman beispielsweise spielt, denn die Post-Credit-Szene ist mit Aquaman, ist das der Aquaman, den wir jetzt im neuen Aquaman-Film sehen? Bedeutet das, dass die Ereignisse vom ersten Aquaman-Film und von Justice League und von Snyderverse Justice League, dass die alle trotzdem passiert sind? Nur alles, was danach passiert, ist anders? Oder sind die alle passiert, aber mit George Clooney statt mit Ben Affleck? Ist das eine komplett andere Realität jetzt, wie gesagt, oder eben nicht? Macht Flash noch irgendwas, um wieder zurück zu seiner normalen, also realisiert, weil irgendwie hat er ja am Ende realisiert, oh nein, ich darf nichts verändern, hat dann nur die Dosen umgestellt, also doch was verändert und dann doch das gleiche, eigentlich den gleichen Fehler wieder gemacht wie vorher. Er hat ja im Grunde eine Version von Bruce Wayne einfach ausgelöscht, die er kannte, aber es ist ihm scheinbar vollkommen egal. Und das finde ich ein bisschen, also das Ende finde ich ein bisschen holprig, das Ende finde ich ein bisschen doof. Er hätte eigentlich zurück in seinem normalen Universum sein müssen, wo seine Mutter tot ist und sein Vater im Knast unschuldig sitzt und eben es ein weiterer Kampf ist, irgendwie zu beweisen, dass er es nicht war und den eigentlichen Täter zu finden. Denn auch das ist etwas, was hier nicht beantwortet wird. Wer tötet seine Mutter? Das ist, der Täter ist immer noch auf freiem Fuß. Nur weil der Vater unschuldig. Also es ist irgendwie so richtig, das Ende gefällt mir nicht so richtig. So, der Rest vom Film ist nice und ist sehr interessant, aber das Ende ist irgendwie so dahingerotzt. Es ist halt so, ja, und jetzt ist sein Vater wieder frei. Der echte Mörder ist noch auf freiem Fuß. Die wissen immer noch nicht, was passiert ist. Er hätte zum Beispiel einfach gucken können, wer ist der echte Mörder und dann in seinem Universum Justice für seinen Vater kriegen können. Aber nein, er hat einfach nur die Dosen umgestellt und alles verändert. Wobei er ja, wie gesagt, er hätte nichts in der Vergangenheit verändern müssen. Er hätte wirklich nur zugucken müssen, was passiert, als seine Mutter stirbt. Er hätte natürlich miterleben müssen, wie seine Mutter stirbt, aber er hätte dann erfahren, wer der eigentliche Mörder ist. Und ja, ich find's irgendwie komisch, dass sie jetzt so happy-go-lucky am Ende sind und sagen, ja, ist auch wieder ein neues Universum, wo alles anders ist und vielleicht die Erde morgen zerstört wird. Aber hey, ist ja nicht schlimm. Bruce Wayne war ja nur mein bester Freund. Jetzt ist er nicht mehr da, sondern ist jetzt ein anderer Bruce Wayne. Ist ja egal. Das fand ich ein bisschen seltsam. Aber wie gesagt, ist halt auch die Frage. In Aquaman
Ist das das Universum? Es suggeriert ein bisschen, dass der Aquaman-Film in dem Universum jetzt spielt und nicht in dem alten. Aber vielleicht spielt es doch im alten. Und eigentlich ist es ja vollkommen egal, weil es wird ja eh rebootet und James Gunn macht ein komplett neues Universum, was weder das alte noch das neue ist. Oder ist das Universum, wo er jetzt zurückgekehrt ist, das neue Universum von James Gunn, wo auch Superman jetzt jünger ist. Aber dann ist wieder die Frage, wenn Superman jünger ist, dann sind die Ereignisse von Justice League auch nicht passiert. Das heißt, alles andere ist dann auch anders passiert. Wie haben sie dann Darkseid aufgehalten? Also, es sind sehr viele offene Fragen am Ende. Das Ende ist nicht ganz so schlüssig. Und ich glaube, Flash ist eher ein Film, den man eigenständig guckt und sagt, ah, das ist der Flash-Film. Und dann sagt, das Ende ist nicht so cool. Das CGI sieht ein bisschen kacke aus und Ezra Miller ist eine komische Figur. Aber sonst ganz lustig und ein paar gute Gags und ein bisschen Batman. Das ist doch nice. Vielleicht sollte man sich über den Flash-Film nicht zu viele Gedanken, was das größere Universum angeht, machen. Denn diese Fragen werden wahrscheinlich nie beantwortet werden. Deswegen sage ich auch, Flash ist der beste Film, den niemand sehen muss. Weil es ist nicht wichtig für irgendwas. Es ist ein kleiner, lustiger, unterhaltsamer Gag. Man kann ihn gucken, man muss ihn nicht gucken. Um irgendwas zu verstehen, um irgendeine Storyline weiterzuführen. Denn, sind wir mal ehrlich, es ist auch nicht wirklich die Storyline weitergeführt von dem Flash, den wir in Snyderverse kennen. Weil das ja nicht mehr das gleiche Universum ist. Also, ja, weiß ich nicht. Ist ein bisschen, der Film hat einen guten Start, hat eine gute per se Storyline, eine gute Geschichte, bis zu dem Zeitpunkt, wo Barry die Tomaten umstellt und dann doch wieder was verändert. Also, irgendwie, ja, das finde ich ein bisschen blöd. Was ist denn eure Meinung dazu? Schreibt das in die Kommentare. Findet ihr den Film gut, findet ihr den Film schlecht? Habt ihr den Film überhaupt gesehen? Oder sagt ihr jetzt, gut, dass du mir das jetzt alles erzählt hast, weil ich will das nicht unterstützen. Schreibt es gerne in die Kommentare, das würde ich gerne wissen von euch. Ansonsten danke fürs Zuschauen, hier ist ein weiteres Video und ihr könnt den Kanal abonnieren. Vielleicht reden wir doch mal irgendwie anders über den Flash-Film oder das DC-Universum in Zukunft. Aquaman kommt ja auch noch raus. Lasst mich das gerne wissen, wenn ihr mehr DC-Content sehen wollt. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, Rinja hauen.